Der März steht ganz im Zeichen der 24. Tanzwoche in Eisenhüttenstadt. Am Freitag, den 4. März, gibt es das große Eröffnungsprogramm. Die Tanzvereine bringen ihre neuesten Choreografien zur Aufführung. Es tanzen das Tanzensemble Kutz, Fire and Flame, Tanzlust Jung und Alt, die Karma Schicks. Gäste sind Ariane Knaut, Seduktiv, die Tanzschule Näder aus Jena. Premiere hat das Gemeinschaftsprojekt Zuckerfabrik, getanzt von 38 Tänzerinnen und einem Tänzer der drei Eisenhüttenstädter Vereine. Am Sonnabend, dem 5. März, gibt es die Nacht der kurzen Stücke. Im ersten Teil gibt es eine Premiere, Der Wolf. Thematisiert wird das Innen und das Außen. Im Zeitraffer bewegt sich eine junge Frau durch die Geschichte des Theaters und trifft auf den Sprechenden. Die Bewegung verbindet sich mit dem Wort. Ein Song entsteht. Ein Spannungsbogen entwickelt sich durch Nähe und Distanz. Das Tanzprojekt Cha-Cha-Cha oder wie die Form ihr Inneres hält. Es ist die Auseinandersetzung mit den Stilrichtungen des Tanzes vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Solo, ein Stück mit Justus Berger. Pulsierende, schnelle Bewegungen treffen auf House- und Elektromusik. Mit seinem aktuellen Programm belegte Berger den 5. Platz bei den Weltmeisterschaften 2015 im Disco Dance. Eine Premiere gibt es mit Lukas Steltner und Axel Schiffler, Duett zu dritt. Beide Tänzer haben ihre tänzerischen Wurzeln im B-Boying. Hier stehen sie erstmals gemeinsam auf der Bühne und nähern sich einander an, beziehungsweise, wie es ihrer Kultur entspricht, probieren einander zu überbieten. Im zweiten Teil werden die Urgefühle im menschlichen Dasein thematisiert. Sven Helbig und die Oxymoron Dance Company präsentieren gemeinsam ihr Projekt Dance and Life Electronics. Der gebürtige Eisenhüttenstädter Helbig ist Produzent, Komponist, Arrangeur, unter anderem für Rammstein, den Pet Shop Boys, Snoop Dogg, Polarkreis 18 und dem Fauré Quartett. Sonntag, der 6. März und Montag, der 7. März. Konfetti, der Tag der Eisenhüttenstädter Kindergruppen. Sie bieten ein energiegeladenes, farbenfrohes Tanzprogramm. Es tanzen das Tanzensemble Fire and Flame mit den Minis, Krümelchen und Lollipops, Tanzlust Jung und Alt mit den Zappelinchen, das Tanzensemble Kutz mit den Minis und Maxis und das Haus Sonnenhügel mit den Tigerenten, Tanzgirls, Tanzflöhen, Frücht sowie die Neuzeller Tanzgirls und der Vorschulgruppe. Freitag, der 11. März. Breaking Mozart. Classic meets Breakdance. Das ist Classic Breakdance Artistik. Eine spektakuläre, ungewöhnliche Bühnenshow mit absoluten Weltstars. Breaking Mozart wurde im Juni 2013 beim Mozartfest Würzburg mit großem Erfolg uraufgeführt und begeistert seitdem mit der Kombination aus Classic Breakdance Artistik. Wummernde Techno-Beats, Punky Mozart, Rockin' Amadeus. Selbst die berühmten Koloratur-Arien der Königin der Nacht aus der Zauberflöte verbinden sich zu einem Feuerwerk mit Breakdance. Sonntag, der 13. März. Die Tanzart. Die zahlreichen Tanzvereine und Gruppen der Stadt und der Region präsentieren ihre aktuellen Choreografien. Es tanzen das Tanzensemble Kutz, Fire and Flame, Tanzlust Jung und Alt, die FFC Chaos Crew, die Fast Food Flavor Crew, die ECG, die Tanzschule Golds, der Tanzsportclub Finkenherd e.V., das Haus Sonnenhügel und die Neuzeller Tanzgirls. Sonnabend, der 19. März. Am Sonnabend, den 19. März, kommt der Orient Express in Fahrt. Mit sinnlichen Tänzen und Klängen aus dem fernen Orient sowie faszinierenden Geschichten von der charmanten Märchenerzählerin und ihrer bunten Schar von Tänzerinnen werden die Besucher in die zauberhafte Welt von Tausend und eine Nacht entführt. Die Bauchtanzgruppe Jamalat unter der Leitung von Brigitte Schäfer gestaltet gemeinsam mit eingeladenen Gästen das poesievolle Programm. Sonntag, der 20. März. Die Premieren der 24. Tanzwoche. Alle Neuproduktionen der verschiedenen Tanzensembles und ihre Projekte werden noch einmal zu sehen sein. Karten zu den Veranstaltungen erhalten Sie im Tor Eisenhüttenstadt e.V., Lindenallee 25, Eisenhüttenstadt, unter www.eisenhüttenstadt.de und unter reservix.de.
unter der Ticket-Hotline 01805 700 733 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.